Hallo ihr Lieben, es ist Lockdown, das heißt, ich kann nicht viel machen und ich verbringe meine Zeit so gut es geht im Songwriting und ich nehme euch einfach ein bisschen mit, ich zeige euch ein bisschen was, wie das bei mir aussieht. Ich wünschte, ich könnte sagen, es gibt die eine Methode, die bei mir immer zu einem Songerfolg führt, aber so ist es leider überhaupt nicht. Ich versuche regelmäßig, mich einfach hinzusetzen und am Klavier oder an der Gitarre oder wirklich nur mit Zettel und Stift meine Ideen aufzuschreiben, das, was gerade da ist, egal ob ich es gut finde oder nicht, es ernst zu nehmen und dadurch eine Routine zu entwickeln. Was sehr, sehr schön ist, dass seit ungefähr über einem Jahr ich zusammen mit Michel schreibe. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig, suchen eine Idee, schreiben dann den Text zusammen, entwickeln Melodie und Songstruktur. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass man wirklich stundenlang an den kleinsten Wörtern rumschraubt, einzelne Töne sucht. Ist mir nicht zu hart. Ich frage mich nur, ob man melodiemäßig dann verändert, weil sonst haben wir jetzt ja dreimal das gleiche. Also, aber super schnell haben wir auch Textdateien auf dem PC von über 20 Seiten mit Notizen, um den Song wirklich einfach gut zu machen. Wo bist du? Naja, dann ist es doch nicht doof. So ein Tag ist oft super schnell rum, es ist dunkel, ich bin super fertig, aber glücklich und dann gehe ich nach Hause. Das war's heute schon. Vielen Dank, dass du in meinen Vlog reingeschaut hast. Klick gerne auf den Follower-Button oder lass einen kleinen Kommentar da. Darüber würde ich mich super freuen und das ist eine Riesenunterstützung für mich. Vielen Dank und mach's gut.